Hallo, mein Name ist Nicola Steiner und ich möchte euch heute das Rallye Obedience vorstellen. Das ist so eine kleine Rallye mit Schildern, wie ihr die gerade gesehen habt, die in einem Parcours aufgebaut sind mit verschiedenen Aufgaben. Bevor ich das aber genauer erkläre, möchte ich euch erstmal sagen, warum ich mich gerade für diese Disziplin entschieden habe. Erstmal muss man es vielleicht von dem normalen Obedience unterscheiden und da soll man halt sehr gerade gehen. Es ist halt ein bisschen steifer und strenger. Man darf den Hund nicht ansprechen, nicht anschauen. Und das ist halt was, was ich vielleicht auch in Form einer Begleithundeprüfung mal machen möchte, wo es auch ein Video von mir zu gibt, wo ich aber denke, nee, also für eine Hundeschule, es soll halt Spaß machen, soll auch dem Hund Spaß machen. Will ich was haben, was ein bisschen lockerer ist, ne? Also wenn der Hund zum Beispiel sowas macht wie hier, da ist sie noch kein Jahr alt, als wir das üben, dass das ja nicht ganz so dramatisch ist. In vielen Hundeschulen wird ja auch Agility angeboten und da hat man den Nachteil, dass die Hunde vielleicht dann auch sehr aufdrehen könnten. Und alles kann ich nicht machen, alles will ich nicht machen. Ich habe ja auch noch neben der Hundeschule eine Ranch und gebe Unterricht mit Pferden, was auch Zeit ist. Und ich fand das Ready Obedience da einfach sympathischer und uns für uns auch viel besser geeignet. Und jetzt geht's auch mal los mit dem Erklären. Also wie schon erwähnt, gibt es halt überall Schilder, die da verteilt sind. Es beginnt mit Start, da muss der Hund einen Vorsitz natürlich können, aber man muss nicht so aufrecht gehen. Man darf den Hund mit Handzeichen motivieren, um die Aufgabe zu erfüllen. Hier ist sie noch ziemlich klein, ist unser erstes Mal. Klar, der Vorsitz sollte auch gerade sein. Dazu gibt es auch ein Video, wie man einen geraden Vorsitz bekommt. Aber alles in allem ist es eben nicht so streng. Es gibt auch verschiedene Klassen, Beginnerklassen und Klasse 1, wo man mit Leine arbeiten darf und an bestimmten Punkten auch mit Leckerlis, wenn da ein Smiley ist und wenn man das vorher angemeldet hat. Auch das erleichtert es natürlich auch Leuten, wo der Hund noch nicht so hundertprozentig super im Gehorsam steht. Ne? Es wird auch nicht schlechter bewertet. Hier, das ist ein älteres Video. Da ist sie eben, wie gesagt, gerade erst ein Jahr alt geworden. Wir probieren das das erste Mal aus. Im Winter haben wir dann halt auch mehr Tricktraining gemacht. Und werden aber jetzt wieder loslegen und auch mit Tutorials dazu, welche Übungen es da gibt. Na, also jetzt soll sie 360 Grad um mich drumherum und ich zeige es noch mit Handzeichen. Klar, je größer die Klasse ist, desto geschmeidiger Platz könnte hier auch etwas gerader sein. Aber alles ist möglich halt, ne? Und ich mache es auch schon ohne Leine, aber man muss nicht halt. Dann darf man also mit Stimme motivieren, man darf mit Handzeichen, man darf Leckerlis geben, man darf mit Leine. Die Klassen, zum einen eben Beginner Klasse 1 halt und dann auch die schwierigeren Klassen 3 und 4, aber es gibt auch was für Senioren, also es ist auch was für Menschen mit Beeinträchtigungen, die sich dann da einen Beleg holen können, für Hunde mit Beeinträchtigungen. Also es ist eine wundervolle Vielfalt und was mich am allermeisten halt im Gegensatz zum Agility begeistert ist. Es ist auch relativ ruhig, ne? Es geht nicht so um zack, 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 schnell, 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 wo die Hunde aufdrehen, sondern da kann so ein Border Collie auch Ruhe lernen, Konzentration lernen, wie jetzt hier, wenn es in der Kreisspirale dann geht. Hat auch eine gewisse Logik halt, wenn man einen Begleithund sich erzieht, der Hund geht links, außer bei den Club für britische Hütehunden in höheren Klassen. Da kann es auch mal rechts sein, aber der Regelfall ist eben, dass es links ist. Man hat Tempounterschiede wie in der Begleithundeprüfung. Da geht es dann langsam, also das passt sehr gut zusammen. Auch das möchte ich ja ablegen. Und es kann auch Kombinationen von Schildern geben, wo man immer entweder von oben nach unten oder von links nach rechts das macht. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, nach dem Vorsitz den Hund wieder ins Sitz zu holen. Wenn es dann rechts rum heißt, dann muss sie außen um mich drumherum. Es gibt aber noch eine andere Variante, wo der Hund ranklappt, was ich euch im Video über den Vorsitz hatte. Und hier sind wir halt am Ziel angelangt. Aber nicht am Ende des Videos. Hier sieht man halt wie diese Verwandtschaft, die da ist, nur dass der Mensch eben gerader geht. In dem anderen Video war ich ja doch mal unten am Hund, habe nach dem geguckt, weil ich hatte da ja auch keine Leine. Ne?
Und trotzdem sind es sehr, sehr ähnliche Aufgaben für den Hund. Wie jetzt hier zum Beispiel diese Wände. Die kann es im Rally Obedience halt auch geben. Dann dieses gerade Sitz, ne, wo ich euch ein Video gemacht habe. Also ich, jetzt seht ihr auch ein bisschen noch die Pannen. Finde ich halt auch ganz wichtig, den Leuten nicht zu zeigen, wie perfekt ich immer bin, sondern dass man auch mal die Anfänge zeigt. Eben wenn man gerade angefangen hat mit einem Hund, der ein Jahr alt ist. Und dann nachher, wie im Video in der Infobox, sieht man natürlich, dass ich das schon hinkriege. Auch auf eine angemessene, hundegerechte Art hinkriege. Meine Leine ist hier übrigens auch zu lang. Man sollte eine 1 Meter Leine nehmen. Und hier seht ihr genau, ne, sagte ich ja, dass man das dem Hund eigentlich ganz gut beibringen kann, wenn man bereit ist, viel, viel Fleiß zu haben. Ja, wenn es noch Fragen zum Rally Obedience gibt, dann schreibt es mir in die Kommentare. Ich werde aber vor allem jetzt erstmal Tutorials machen zu den einzelnen Schildern, angefangen mit der Beginnerklasse. Rechtsdrehungen sind einfacher als Linksdrehungen. Und da eben einzelne Videos zu machen. Wenn ihr Fragen habt, sagt's mir. Und ansonsten seid gespannt, was da noch auf euch so zukommt. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann lasst mir bitte ein Abo da. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss.